Yo, moin Leute, was geht? Mein erstes Video zu Black Ops 3 und gleich mit meiner ersten Nuklear. Ich habe richtig lange dafür gebraucht, eine Nuklear zu erschwitzen. Deswegen bin ich auch ein bisschen stolz auf sie, auch wenn sie eigentlich voll random ist. Es ist das größte random Gameplay ever. Teilweise hatte ich meinen Controller mal nicht in der Hand. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ich denke mal TDM, aber dazu später mehr. Den ganzen Abend hatte ich mit Kollegen versucht, Vier-Mann-Party Lobbys zu finden in Herrschaft, hat leider nicht funktioniert. Surprise, surprise. Wenn wir zu viert suchen, ich glaube, zu viert war die Mar nee, zu dritt war die magische Grenze. Dann kommen wir in die ekligsten Lobbys. Einfach nur in Lobbys mit 100 plus Ping oder Lobbys mit normalen Ping, mit Lagerleitung, wo es nur rumstottert. Oder. Die Liste ist lang, wenn wir in der Party suchen, kurz gesagt, nicht spielbar. Ich denke, das geht vielen Leuten so, deswegen habe ich große Hoffnung, dass sie das patchen. Keine Ahnung, wie der Kollege mich hier nicht getötet hat. Ja. Also habe ich gedacht, schmeißt du doch mal TDM rein, da die Kollegen aufgegangen sind, weil sie keinen Bock mehr hatten. Wir haben gestern Abend wieder zu viert eine Stunde gesucht. Eine ganze Stunde haben wir nur damit verbracht, Lobbys zu suchen, wo wir immer zu viert spielen können. Und das Resultat war Kasachstan Host. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Keine Ahnung, auf was ich da geaimt habe. Ich habe gedacht, ich habe da eine Kugel starten sehen, dieses Splashfeuer, Ermündungsfeuer. Aber irgendwie war da doch nichts, keine Ahnung. Ansonsten, eigentlich mag ich Black Ops. Abgesehen von der Connection, es war ja zu erwarten, ist ein Treyarch-Game. Leider Gottes, muss man das ja bei Treyarch so sagen. Das einzig große Problem, was ich abgesehen von Connection habe, ist das Cockblocken. Also, dass Teammates sich die ganze Zeit blocken. Ich finde es so extrem dieses Jahr. Cockblock ist auf jeden Fall real. no homo. Ja, Connection ist für mich das größte Problem. Ich weiß nicht warum. Das ist das erste Gameplay, wo ich mal wirklich sehe, dass ich Red Screen bekomme, wo ich wirklich viel geschluckt habe, no homo. Wo ich wirklich Kugeln getankt habe. Und normal habe ich das immer in älteren Call of Duty von mir gesagt, dass ich mega gut schlucken kann. Und ja, in diesem Call of Duty ist es meistens für mich so, dass wenn ich die erste Kugel auf den Gegner schieße, ich danach sofort tot bin. Einfach mit einer Kugel gefühlt und dann guckst du die Killcam und dann kriegst du so richtig schön AIDS. Das ist so schön Ausrastmomente, was ja richtig was für mich ist. Deswegen gestern auch wieder schöne Ausraster geschoben. Keine Ahnung, ob ich sowas mal aufnehmen sollte. Es hat auf jeden Fall Unterhaltungswert, aber ich weiß nicht. So Hard Unlimited Sachen überlasse ich mal Elotrix oder so. Keine Ahnung. Hier, das ist auch wieder Zeichen dafür, wie random Black Ops ist. Ich hatte in dem Moment die linke Hand los. Die linke Hand vom Controller losgelassen, weil ich mich kratzen wollte. Auf einmal kommen zwei Gegner um die Ecke. Ich dropshot die erstmal oder mit einer Hand. Was ich auch übelst gefeiert habe. Und ja, keine Ahnung. Es zeigt einfach, wie random Black Ops 3 ist. Nach dieser Nuklear habe ich dann halt in der gleichen Lobby nochmal gespielt. Ich bin negativ gegangen. Und genau das bringt mich auf den Punkt, wie random Black Ops 3 ist. Im Vergleich zur Beta, Beta hatte ich 4er KD. Im Vergleich zu Advanced Warfare mit Skill-Based Matchmaking. In Advanced Warfare hatte ich eine 3er KD mit Skill-Based Matchmaking ohne Mod-Account. Ich hatte auch einen Mod-Account, keine Frage. Aber da war die KD ja grottenschlecht, halt gewollt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich führe es einfach nur auf die Connection zurück. Ich werde Call of Duty nicht verlernt haben, aber teilweise fühle ich mich in Black Ops 3 so einfach wie der letzte Dulli. Ich weiß es nicht. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das Game patchen werden, weil wenn sie es patchen werden, hat das Game großes Potenzial. Aber mal abwarten. Also Leute, haut rein.